Buongiorno Leute, willkommen zurück. Roma gegen Milan. Los geht's eigentlich? Können wir schon loslegen? Mach nur noch schnell die Ansprache. Und was sagst? Ja, was sage ich? Hier kein Druck. Sehr gut. Kein Druck, alle ein bisschen motivieren und los geht's. De Rossi und Salah fehlen. Ja, Schon das ist mal. schon mal gut. Ja. Perotti auch mit einer Schädelfraktur. Okay. Tolberg. Er ist motiviert, der Junge. Naja, darf schon sein. Ein bisschen zu motiviert, okay. Ja. Ja, Strootmann auch. Strootmann auch, genau. Dolberg Oh. verletzt. Nimmst den raus, oder? Ja. Mal schauen, was er hat. Foot Injury. Sehr Ja. präzise. Better safe than sorry, oder? Ja. Wo spielt denn Antonio Rüdiger? Wow. Egal, wo er spielt, es bringt sich auf jeden Fall was. Schöne Vorlage von ihm. El Sharawi. Ausgerechnet er. Aber die Flanke war echt nicht so mies, gell? Ja, war ganz gut. Und das Kopfballungeheuer El Shaarawy. Tja, wenn er Platz hat, kann er halt auch einen Kopfball. Also ein 3-0 wird schon mal nicht. Ist richtig. Vielleicht wird es ein 3-0. Ein 3-1. Ja, stimmt ja. Ein 3-1 für dich auch nicht mehr. Was ist denn da los? Steht viel zu weit weg. Und auch dann attackiert eher die Gilio als Romagnoli. Komischer Treffer. Yes. Jawohl. Bergwind, der ist halt motiviert. Schon Da das hat zweite Romagnoli Tor. das Kopfballduell gewonnen, oder? Hat so Ja, ausgeschaut. glaub schon. Sehr schön. Das zweite Tor von Bergwind. Ja, deine neuen funktionieren auf jeden Fall schon besser als die, die sie ersetzen sollen, gell? Auf jeden Fall. So 2-1, das war wichtig, ey. Juan Jesus, den Sie haben, ist von mir geliehen noch, gell? Muss ich mal schauen, Ist ob die ein Kaufoption haben. guter Innenverteidiger. Haben keine Kaufoption. Ja, gut so. Ja, den werden Sie nicht bekommen. Kannst du selber gut gebrauchen. Na, Wer Bonaventura, weiß, ob einer schade. von meinen Innenverteidigern geht, dann passt das vielleicht ganz gut. Er spielt bei denen auch links oder was? Scheint so, ja. Seltsam, ey. Mach ihn, jawohl. Sehr schön. Bei dir geht's ab. 2-2, Bonaventura. 11. Saisontor schon. Na, richtig stark macht. Ja. Reingechippt. Die spielen mit einer Fünferkette, oder? Na, gar nicht einmal. Nee, Viererkette. Okay. Ah, Florenzi spielt rechts vorne. Okay, ich dachte, dass der rechts Mitte spielt und Rüdiger dahinter ihm ist vielleicht so. Bei dir 55% der Angriffe über rechts. Ja. 4 Minuten in dem Part und schon 4 Tore. Ja, das ist doch super. Ja. Wird das geboten? Das ist auf jeden Fall mal ordentlich.
So, jetzt gewinnen wir das Ding noch, los. Unentschieden hilft hier keinem weiter. Mir schon? Das ist das Problem. Boah, Totti ist im Spiel. Sehr geil. Schon 9 Pässe. Nächste gelbe. Ich glaube, die haben hartes Tackling drin. Ich bringe jetzt Van Ginkel. Muss nur ganz kurz weg, sorry. Ich bringe jetzt Van Ginkel für Poli Kutschka. Für Kutschka. Ich habe nur gehört, dass die Katzen gerade meine Schuhe zerfetzen oder irgendwie sowas. Was habe ich verpasst? Ich habe Van Ginkel gebracht. Für? Kutschka. Okay. Ach, das ist so eng bei denen. Aber du machst das echt gut. Nein! Was war das für ein Treffer? Torwartfehler. Das Schiedio. Verunglückte Hereingabe und der Alisson klatscht ihn sich selbst ins Netz. Hey. Ah, wie arg. Super. Tja, Zeit für Konter. Stellst du da noch irgendwas um oder gehst du einfach so auf Konter? Ich gehe jetzt einfach mal so auf Konter und wechsle nochmal. Ja. Antonelli für Wanguioni, weil der hat gelb und hat scheiße gespielt. Gustavo Gomez ist Blatt in der Innenverteidigung. Wahnsinn. 82 Pässe. Ja, der ist echt stark. Poli, 102 Pässe. Nichts. Nichts. Und wenn, nichts. Dann Totti. Nein. Der auch nicht. Jawohl, Bergwin. Sau stark. Sau stark. Nein. Jawohl, Van Ginkel. Jetzt ist es zu Ende. Und mit einem Konter natürlich. Das war's, ja. Der Neuzugang Van Ginkel macht in seinem zweiten Spiel sein erstes Tor. Ah, knapp. Könnte sogar knapp abseits gewesen sein, oder? Boah. Bist du erleichtert? Ja, schon. Alter, da ist gerade laut. Da will man mal das schöne Wetter genießen und beim Zocken ein bisschen das Fenster aufmachen. Die Tür aufmachen. Nein. Mann des Spiels, Polly, ja. Zocken immer im dunklen Keller, hast nichts gelernt. Ja, ich habe keinen Keller. Ja doch, aber der ist... Da ist sogar Steckdose, stimmt. Na dann. Sehr schöner Sieg. Ja. So, Dolberg verletzt. 12 Tage. Okay. Ja, La Padula ist ja auch kein schlechter. Ist nicht so schlimm. Wanguioni auch für 4 Tage hat sich die Nase gebrochen. Okay. Na gut. Ich bringe jetzt mal Joao Mario. Die hätten eh nicht gespielt im Pokal. Ja. Lasst wieder die B11. Ja, gegen die Roma, meine B11. Hey, ich bin auf 4 Punkte an Napoli dran. Schauen wir gleich mal. Die haben nur unentschieden gespielt. Wenn du Meister wirst, kündige ich. Okay, abgemacht. Ach Gott. Naja. Ich habe ständig das Gefühl, dass die oberste E-Mail ungelesen ist, nur weil sie ausgewählt ist. Auch ein kleiner Kritikpunkt. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja.
Boah, war das ein starkes Spiel, hey. Puh. Nach 8 Minuten 2-0 zurück und am Ende 4-2 gewonnen. Achso. Ja, ich muss mich ja selber loben, weil du machst das ja nicht. Ja, ich denke es mir. Ich weiß nicht, ob dir das hilft, ob du das spürst. Aber ich will es einfach nicht aussprechen. Wobei, danke, dass du dafür gesorgt hast, dass die Roma nicht an mir vorbeizieht. So sieht Teamwork aus. Mailand ist halt Italiens Fußballhauptstadt, kann man jetzt sagen. Ja, das sieht Turin anders. Deswegen Und kriege ich jetzt Rom. voll aufs Maul, glaube ich. Und Rom auch. Genau, heute schließt wieder das Transferfenster. Bist du später dran? Wieso ist denn die Kamera gerade so unscharf? Bist du später dran? Was, wie später dran? Ich bin jetzt am 31. Ich bin noch am 30. Na, ich meine, vom Spiel her, wann du das hast. Ach so, erste. Okay. Und es kommen Angebote. Dortmund macht Oh je. Angebot für Icardi. Oh, ich krieg auch Angebote. Jetzt kommt's. Und Miranda auch noch. Aber ich lese mal alles andere durch. West Bromwich will Lapadula haben. Also Miranda ist das Angebot auf jeden Fall viel zu niedrig. 3,9 Marktwert, Manchester United bietet 2,5 und dann halt noch ein paar Prämien dazu. Ich tue die Prämien mal weg, weil das interessiert mich gar nicht und verlangen. 10 Millionen für einen 32-Jährigen, ist das okay? Ja. Das ist mehr als okay. Wenn du 10 Millionen für einen 32-Jährigen kriegst, dann fahre ich den selbst drüber. Abgemacht. Nehmen wir an der Transfer-Deadline teil oder nicht? Ja. Möchte ich schon, weil wenn ich jetzt wirklich noch Leute verliere, Ja, okay. würde ich Dann es brauchen. nehm ich da auch teil. Sie halten es akzeptabel, Miranda. Na dann, Er weg ist mit halt mein ihm. Abwehrchef noch. Aber er Weg ist mit ihm. 32. Weg mit ihm. Kaffee, was Neues. Bin ich ehrlich gesagt auch dafür bei 32-Jährigen. Dortmund, ernsthaft 16 Millionen für Icardi. 5 dazu als monatliche Raten. Ach, so Schlechter ein Scherz, oder? Quatsch. Ich fordere 80. Ich schaue Abgelehnt. mal kurz deinen Kader an. Wen hast du jetzt innen noch? Du hast noch Ranocchia. Genau, den habe ich jetzt gerade reingerückt. Ich muss jetzt mal schauen, wer Linksfuß ist. Passabel, Ranocchia, Goldaniga, Passabel. Ranocchia ist noch gut. Murillo, passabel. Ja, ich finde auch. Also so gesehen. Und Goldeniga hast du auch noch. Auf den musst du ja eh setzen. Ja, ich schaue nur Dann, gerade. ganz ehrlich, dann setz doch auf. Wen hast du jetzt noch in der Innenverteidigung? Warte kurz. Ja. Dann wird's Jetzt. eng. Also da müsste ich schon noch wen holen. Moment, wer spielt bei dir gerade? Murillo? Ich habe es jetzt gerade Miranda rausgenommen. Falls du das Okay. siehst. Nee, siehst du ja nicht. Nee, das sehe ich nicht, aber. Murillo, Goldaniga und Ranocchia hätte ich jetzt in der Innenverteidigung, aber habe dann keinen Ersatz mehr. Genau. Van Heusten habe ich, ist ein ganz junger Niederländer, aber der ist mit 17 noch viel zu weit weg von der ersten. Okay. Also den kann ich mal einwechseln oder so, aber. Gut, dann. Wen hast du so in der U20? Nichts Interessantes mehr, hm? Nee, eigentlich alles verliehen, was interessant wäre. Also müsste ich schon noch reagieren. Ja, also du brauchst einen Innenverteidiger. Wobei ich ehrlich gesagt sagen würde, dass ich jetzt echt versuchen würde, jemanden vielleicht auszuleihen bis Sommer oder jemanden ablösefrei zu holen, denn ich habe eine Kaufoption für Ødegaard. Und die möchte ich eigentlich nutzen. Das ist. Also pass auf, im Sommer kommt ja bei dir auch der Juan Jesus zurück. Genau, ja. Dann hast du den noch. Ich würde trotzdem noch einen Innenverteidiger auf jeden Fall holen. Oder zwei. Vielleicht Ja. einen holen und einen leihen. Ich hätte da einen 23-jährigen Italiener von Empoli.
Federico Barba. Der wäre für mich so der fünfte Innenverteidiger. Das heißt, ich müsste wirklich einen Ersatz holen oder jemanden, der Stamm spielen kann. Aber so jemanden. Ich schaue mal gerade, wer auf der Transferliste so ist. Ich scout den schnell. Den Kurzbericht kriege ich eh relativ fix, gell? Ja. Da ist ein Rumäne von Southampton auf der Transferliste. Florin Gardos, 28. Pepe. Hey, warum nicht? Weil ich den absolut hasse. Ganz ehrlich, Position Innenverteidiger habe ich vergessen. für Pepe hat Chelsea ein Angebot abgegeben und zwar ablösefrei. Wenn du einen Pepe bis Saisonende ablösefrei nimmst, gibt es einen Einjahresvertrag. Ganz ehrlich. Probiere es mal. Also sie fordern 500.000, aber auch das wäre jetzt nicht tragisch. Ja, das wäre nicht tragisch. Ich gebe es mal ab. Ich meine, Pepe in der Hinterhand zu haben, das ist jetzt nicht das Schlechteste, auch wenn ich ihn nicht mag. Ja, so gesehen hast du recht. Danke übrigens, dass du mir so helfen versuchst. Oder du meinst es eh ganz anders. Mike van der Horn. Ich schaue dabei die anderen Listen durch, okay? Vielleicht findest du noch was. John O'Shea. Vertragsstatus abgelaufen, eher nicht. Ja, habe ich auch gesehen. Aber der ist 35. Ja, also da ist die Zeit echt schon vorbei. Ausleihstatus Joe Gomez von Liverpool. Ja. Den fand ich bei meinem Liverpool-Save total cool. Der hätte schon was. Rob Holding, den habe ich auch zu Liverpool geholt. Kurz, zweiter Innenverteidiger. Und Ola Aina von Chelsea. So ein Talent vielleicht zu leihen mit Kaufoption wäre auch cool. Die Frage ist halt, ob das reicht für die Saison. Michael Richards? Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ich glaube, der kann sogar Italienisch. Oh, fuck. Kann er? Ja, ich glaube, der hat mal bei Florenz gespielt oder so. Genau, stimmt, ja. 10 Spiele, wow. Aber würde auch ganz gut passen, weil der ist körperlich natürlich extrem stark, ist auch relativ groß gewachsen. Naja, gar nicht einmal so, 1,81. Dachte, der ist größer. Du hast nicht wirklich Transferbudget dann, oder? Ach so, doch, wenn du 10 Millionen bekommst. Haha. Ja, 35%, also 3,5 kriege ich und 1,7 habe ich. Ja, Aber ich gut, das möchte reicht aber nicht. eigentlich nichts ausgeben. Das ist das Problem. Ja. Ich gehe jetzt nochmal auf Position. Ja, ganz ehrlich, dann leide doch einen Jungen. Ja, an wen Einer denkst? von diesen Jungen, also Rob Holding oder wie hieß der andere? Der von. Fuck, jetzt habe ich vergessen. Joe Gomez. Genau, oder den. Ja. Leider einen von denen und hol Pepe für 500.000. Ich hätte eine andere Idee. Kurt Zouma von Chelsea leihen. Ja, okay, oder den und hol Pepe für 500.000. Kein Probevertrag. Ich probiere das jetzt mal. Leihangebot. Oh, Status Stammspieler Kurt Zouma, okay. Es ist doch bei Leihspielern eh egal. Ja, ich kann kein Angebot machen wegen dem Status. Ach so. Ist nicht ganz egal. Riedewald von Ajax. Ja, wird natürlich ein bisschen teuer. Also ich glaube nicht, dass sie den verleihen. Ja. Ich habe noch jemanden auf der Transferliste gesehen. Wen? Allerdings ist der noch 3 bis 5 Wochen verletzt. Muhammed Besic von Everton. Von Everton. Oh, Moment, aber der kann gar nicht mehr Innenverteidiger spielen. Ich dachte, der kann Innenverteidiger spielen. Ah, okay, ne. Dann lassen wir's. Ich dachte, der kann Innenverteidiger spielen. Ich scoute den mal. Facundo Cardoso von dieser Argentinier, von dem ich dir eh mal in der Aufnahme erzählt habe, den ich bei FIFA immer gehabt habe, wäre auf der Transferliste. Aber der ist nur 1,78. Der wäre halt extrem günstig und ist erst 21. Das Problem ist, ich glaube, ich kann keinen Non-EU-Spieler mehr holen.
Schnapp dir Pepe. Ja, also ich habe das Angebot mal abgegeben mit 0. Aber es ist halt die Frage, ich könnte eigentlich einfach die Summe auch nehmen, oder? Die, was haben wir da gehabt? 500.000. 500.000, glaube ich. Und diesen Federico Barber, vielleicht hole ich mir den zusätzlich noch. Ja. Den Van Heusten, den könnte man verleihen. Könnte man. Schauen wir mal. Ich gehe mal auf Weiter. Ich gehe mal mit. Das ist schön. Mein Problem ist echt die Verteidigung. Und wenn ich den jetzt gehen lasse und niemand gescheiten hole, wird es halt echt schwierig und bitter. Oh, Facundo jetzt. Cardoso kann ich. Ne, kann ich nicht holen. Ich habe schon zwei Nicht-EU-Spieler geholt. Der Alessio Romagnoli kommt zu mir, will mit mir über einen Wechsel zu Manchester City sprechen. Aha. Romagnoli, es ist halt wirklich mein Abwehrchef. Ja, und der ist halt noch jünger. Stimmt. Aber ehrlich gesagt, bei so einem, beim 32-Jährigen, den möchte ich echt gehen lassen für so eine Summe. Pepe, okay, ich habe jetzt die 500.000 geboten. Steht 33-Jähriger Weltklasse-Innenverteidiger. Aggressivität 14, das ist ein bisschen unrealistisch. 400. Aber dann würde ich jemanden um 500.000 holen, der fast gleich alt ist und Europäer und würde einen, der nur ein Jahr alt jünger ist, um 10 Millionen verkaufen. Also eigentlich ein ganz guter Deal. Und Pepe ist Ja. stärker als Miranda. Stimmt. Vielleicht, ich muss schauen, wie es mit den Vertragsverhandlungen wird. Vielleicht gebe ich dem mal Optionen noch auf ein Jahr oder so. Ja, kannst du machen, irgendwie, wenn er, was weiß ich, 15 Spiele macht oder so. Ja, oder einfach so eine Option, Oder so, dass ich es entscheiden kann. wenn er das annimmt. Ja. Das mit dem Ødegaard ist halt schade, weil momentan hätte ich das Geld nicht, aber ich würde den echt gern holen. Wie hoch ist die Kaufoption? 8,25. Also Mhm. echt nicht dramatisch. Boah, Nee, 10, 10. weißt du, wer auf der Transferliste ist? Wer? Wayne Rooney. Nein! Doch. Do it! Nein. Das wäre so lustig. Tausch Lapatula. Nee, ich will keinen Wayne Rooney bei mir haben. Ich will auf jeden Fall Wayne Rooney bei mir haben. Ja, hol ihn dir. Ich frag mal an. Nein, kein Probevertrag. Ja, bitte zum Probetraining einladen, macht es. Hallo Jungs, das ist der Wayne, der trainiert heute mal mit. Hallo Wayne. Das ist cool. Der schaut sich das hier mal an. Wir testen ihn ein bisschen. Hallo Jungs, das ist dieser Wayne und dann so auf den Zettel geschaut, Ronny. Das ist Wayne, Ronnie. Ist genial. Alles klar. Ah, ich habe ihn gefunden. Sonst noch Mathieu Debuchy von Arsenal ist auf der Transferliste. Oh, den sehe ich gar nicht, Könnte sogar oder? Rechtsverteidiger spielen. Frage ich auch an. 1,4 wollen sie scheinbar. Wäre auch okay, oder? Für den Preis? Ist aber auch schon 31. Naja. Das ist das am letzten Transfertag, da musst du aber auch neben was kriegst. Du musst halt echt schon für jede Position vorher, so eine Woche, 2 Wochen vorher schon nach Alternativen suchen. Eigentlich. Und am Ende nimmst du dann doch einen TOT, holst den vor der Saison und verkaufst den im Winter wieder. Wie viel hast du verkauft? Das war gar nicht so schlecht, gell? Muss ich jetzt nachschauen. Ja, ist wurscht. Yaya Touré wäre auf der Transferliste. Ich habe ihn geholt für 3 Millionen und verkauft für 5, also immer ein Gewinn. Du hast den gekauft sogar? Ich dachte, der war ablösefrei. Nee, für 3 Millionen von Newcastle. Okay. Und für 5 nach Spanien verkauft. Alles richtig gemacht. Ja?
Ich bin ein bisschen überbesetzt im Mittelfeld, glaube ich. Ich überlege gerade, ob ich Sandi Lovric ausleihe. Ja. Also verleihe, meine ich. Zu einem schwachen Verein in der Serie A wäre cool. Dass den auch im Land behältst halt. Ja. Obwohl. Oder zu einem starken Verein in die, ja, starken Verein in die Heimat, da ist er dann auch nicht Stammspieler. Also dann gibt es keine starken Vereine in Österreich, von daher. Nur die, über die wir nicht sprechen. Was meinst du? Red Bull oder was? Nee, die verlieren immer gegen Luxemburger. So stark können die nicht sein. So, das auf jeden Fall. Also es wird ganz schwierig, Pepe zu holen, weil der unglaublich viel Geld verlangt. Oh ja. Das glaube ich. Aber wir haben es geschafft. 125.000 die Woche. Er wollte 180. Ein Jahr und Option. Millionen wollen es für Wayne Rooney. 275.000 die Woche. Ich glaube, ich spinne. Ich werde versuchen, mit Debussy noch zu verhandeln. Was 1,4. kriegt der Pepe bei dir? 125.000 Ja. die Woche. Ja. Okay. Krass, oder? Ja, Donnarumma kriegt bei mir 139.000 im Monat. Im Monat. Ja, im Monat. Bisschen unterbezahlt. Denkst du? Mal verhandeln. 96.000. Okay, also ich habe Debussy auch einen Vertrag angeboten. Einfach als Plan B. Federico Barba, es zahlt sich gar nicht aus. Joe Gomez wäre natürlich auf jeden Fall was. Sehr interessiert an einer Leihe. Angebot machen, Leihangebot. 50% des Gehalts. Ende der Saison. Aber was ich halt echt gern hätte, wäre eine Kaufoption auch. Das Problem ist, ich wüsste nicht, wie ich den kaufen soll. 17,5 hätten es gerne als Kaufoption. 14 halten sie für akzeptabel. Jetzt habe ich die ganze Zeit herumgeschissen und jetzt sagt wahrscheinlich Miranda, nee, er bleibt oder so. Coentrao zu Arsenal, okay. Miranda bestätigt Manchester United Wechsel. Soll ich Oh es ja. tun? Ja, oder? Ja, ich denke schon. Also, ich Hab's würde es tun. akzeptiert. Ich hätte es niemals gemacht. Das war klar. Meinst du es ernst? Nein, Quatsch. Oh, Gott sei Dank. Der ist 32 und du kriegst das 10 Millionen. 10 Millionen. Sowas musst du machen. Die Mannschaft ist mit der Situation des, mit dem Umgang mit der Mannschaft zufrieden. Der Kader ist nicht breit genug aufgestellt. Teambesprechung. So. Einige der Jungs denken, dass es dem Kader auf der Position der Verteidigung an Tiefe fehlt. Sag ihnen, da kommt noch jemand, aber dann schaffst du es gar nicht. Ich habe geschrieben, dass ich den Transfermarkt beobachten werde. Und Joe Gomez ist schon mal da. Also den einen Innenverteidiger haben wir schon mal geholt. Jetzt bin ich nur gespannt, ob Pepe oder Debussy noch kommen oder nicht. Ich meine, ich könnte auch so in die Saison gehen. Ranocchia war lange Stamm-Innenverteidiger. Golda Niga ist ein Talent. Und als Ersatz dann halt sonst Joe Gomez. Der ist noch leicht verletzt, sehe ich gerade. Aber. Lazaro bestätigt Inter Mailand Wechsel. Das kann ich mir gar nicht mehr erinnern. 1,5 Millionen. Sofort. So, und jetzt ist Debussy die Frage.
Ich kann es nur annehmen oder ablehnen. Jetzt muss ich pokern. Dann poker mal. Debussy wird als Außenverteidiger geführt und er ist nur 1,78 groß. Ist ja auch Außenverteidiger. Das heißt, ich lehne ihn ab und hoffe jetzt, dass ich Pepe kriege. So, aber ich schaue jetzt nochmal auf die Transferliste. Oder generell Spannend, noch. was schief geht, ey. Verteidiger zentral. Ich überlege gerade, wie ich am gescheitesten suchen soll. Ich habe währenddessen entschieden, dass ich Lovric nicht verleihe, da stattdessen habe ich Locatelli an Benevento in die zweite Liga verliehen. Okay, auch cool, ja. Weil da jetzt Van Ginkel da ist, bekommt er wahrscheinlich nicht mehr so viel Spielpraxis. Ja. Und ich habe noch Marti Fernandes, von daher. Sollte passen, ja. Ich scroll gerade ein bisschen runter und schaue, ob ich da noch irgendwas Brauchbares finde. Sebastian Prödel. Ich schaue gerade, wer an meinen Spielern so dran ist. Ja. Chelsea und Man City an Romagnoli. Ein Haufen Vereine an Elie, mein Backup. Ja. Liverpool an Antonelli. Ein paar Vereine an Lovric. Aber nur zur Laie. Luca Vido, ein paar Vereine Lapadula. Ich muss kurz was erzählen. Ich habe gerade für den Riederwald ein Angebot abgegeben. 8 Millionen, 5 Millionen sofort und 5 Millionen als Raten. Okay, ich hätte 25 gefordert. Sie haben verhandelt 53. Okay. Gut, ich ziehe mich zurück. Kann man machen. Davide Astori von Florenz auch nicht schlecht. Soll ich schauen, ob ich eher italienische Innenverteidiger hole? Naja, Italiener sind immer gut. Ich schau mal, was Gary Cahill kosten würde. Gehen wir sonst mal auf Nationalität Italien. So, dann von vorne. Caldirola von Werder. Naja. Nicht so der Burner. Braucht die Stärke noch. Wollen wir das? Oder übersehe ich das da? Kann ich das nur da wo rein tun? Bericht. Egal. Es ist so schwierig. Von Pate sind wir eigentlich schon am Ende, aber ich möchte das fast noch durchziehen. Mach Ja, ist ruhig wurscht, jetzt gestellt. beenden wir das mal und Okay. dann machen wir im nächsten Part weiter. Und dann auch gleich die Pokalpartie gegen Juve. Also es wird spannend genug. Ich sag mal danke fürs Einschalten und bin gespannt, wen wir jetzt noch holen werden. Bis gleich.